Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Ich verdiene 4- bis 5-stellig im Monat netto. Was genau machst du denn beruflich? Ich arbeite bei meinen Eltern, die sind in der Baubranche tätig. Ich bin nebenbei noch Tänzerin und betreue auch Social Media Accounts. Okay, also ein Multitalent hier. Was macht dir am meisten Spaß? Wo ist so deine Passion? Bilder machen, Videos machen für die Social Media Accounts, das macht echt Spaß. Da gehst du auf. Ja. Und dann bist du da auch selbstständig? Hast du also eine Firma oder ein Unternehmen angemeldet? Genau, ja, eine Consulting. Wie bist du dazu gekommen? Also vielleicht ganz kurz der Werdegang, kannst du uns mitnehmen? Ja, ich habe bei meinen Eltern dann angefangen und die machen eben Dachbeschichtung, auch PV-Anlagen. Okay. Und die hatten Bilder gebraucht von den Dächern von oben. Dann habe ich einen Drohnenschein gemacht. Ein Drohnenschein? Ja. Wie macht man den? Den kannst du online machen. Ja. Okay. Dann bin ich Drohne geflogen und dann kam das mit den Bildern irgendwie so eins zum anderen und dann auf Weiterempfehlung und jetzt läuft das irgendwie so mit Hammer. Bildern und Videos, ja. Also so normales Studium, Ausbildung hast du alles nicht gemacht, sondern bist dann cool einfach... Ausbildung habe ich gemacht, aber in einem externen Unternehmen, das wollten meine Eltern so und dann jetzt zu denen in die Komfortzone. Was würdest du sagen, war der mutigste, der wichtigste Schritt bei dir bisher in der beruflichen Laufbahn? Ich habe ja meine Ausbildung in einem Bauunternehmen auch gemacht und ich war dann auch 5-6 Jahre noch dort. Und ja, diese Kündigung einfach aus diesem sicheren Arbeitsplatz raus ins Selbstständige war so der größte, aber beste Schritt meines Lebens. Ja, dieses Weg von 9 to 5 war, ja... Das ist das, was einen erfüllt, meiner Meinung nach. Was macht dir am meisten Spaß an dem jetzigen Beruf? Was würdest du sagen? Dass ich mir meine Zeit selbst einteilen kann. Mhm. Das ist mega wichtig. Das heißt, wenn ich einfach mal abends länger weggehe, dann muss ich nicht denken, oh, morgen muss ich um 7 Uhr wieder da sitzen. Yeah. Klar, du musst deine Arbeit machen, aber du kannst es dir selbst einteilen. Und das ist das Beste, was passieren kann. Bist du happy? Sehr, extrem. Was ist ein Tipp, den du jungen Menschen mit auf den Weg geben kannst? Immer dranbleiben. Das, was man machen will, sollte man auf jeden Fall machen. Egal, was die anderen sagen, einfach durchziehen. Und ja, unwichtige Sachen hinten anstellen und wenn man hustelt, dann kommt man irgendwann dahin, wo man hinkommen will. Was verdienst du monatlich netto? Auf jeden Fall genug, dass es für eine Familie mit 2 Kindern reicht. Ungefähr Richtung. Über 5.000, unter 5.000? Über 5.000. Was machst du beruflich? Ich bin Immobiliengutachter bei einer Bank hier im Gebäude. Wie bist du dazu gekommen? Wie war der Werdegang? Vielleicht ganz kurz. Ich habe bei der Bank gelernt, habe eine Bankausbildung gemacht, aber schon mit dem Fokus Richtung Immobilienwirtschaft, habe Immobilienfinanzierung gemacht und seit 10 Jahren mache ich Gutachten. Ja. Okay. Ja. Und bist happy? Bin auf jeden Fall happy, ja. Also ich habe den geilsten Job der Welt. Ja, sehr schön. Super, siehst du auch glücklich aus. Was würdest du sagen, war der mutigste, der wichtigste Schritt in deiner beruflichen Laufbahn bisher? Der Wechsel quasi von der Immobilienfinanzierung zur Gutachterei, das war schon ein Schnitt. Ja. Und was ist vielleicht ein Tipp, den du den jungen Menschen draußen noch mit auf den Weg geben kannst, den du vielleicht dir damals selber gewünscht hättest? Sucht euch auf jeden Fall irgendwas, was euch Spaß macht. Ja, es gibt nichts, also man sitzt so lange am Schreibtisch mit den Kollegen zusammen, sucht euch auf jeden Fall, was Spaß macht. 8 Stunden am Tag irgendwas zu machen, was einen nicht glücklich macht, ist Höchststrafe. Ja. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Sehr private Frage, aber es sind mindestens 1 Milliarde Yen. In Euro umgerechnet, ganz grob? Ach nee, das ist zu kompliziert. Was genau machst du denn beruflich? Ich habe einen Online-Shop für nachhaltige Lebensmittel, kreuzes.eu. Und mit meiner Lebensgefährtin zusammen veranstalte ich das hier, The Champions Burger. Also das ist praktisch dein Event hier? Ja. Wie bist du dazu gekommen? Der ganz kurze Werdegang zum Job jetzt, zur Selbstständigkeit. Ich bin selbstständig, seitdem ich denken kann. Also ich glaube, seitdem ich 14 bin, also 28 Jahre. Hat schon Rollerwerkstätten, Zeitungsvertriebe, Firmen, die Fahrräder gebaut hat, E-Bikes gebaut hat, Elektroautos gebaut hat, jetzt hat Lebensmittel und Burger. Also sein wievieltes Unternehmen ist das jetzt hier? Es waren mindestens schon 15. Hast du studiert oder was hast du damals studiert? Bachelor of Business Administration. Ein paar Ausbildungen gemacht, Abitur in Deutschland und Australien, aber war daneben schon immer selbstständig. Und die Eltern, sind das auch Unternehmer oder? Nein, sind guter Mittelstand, Lehrer und Arzt, aber kein Unternehmer. Und wie kam das bei dir damals mit der Selbstständigkeit, das erste Unternehmen, wie kamst du darauf? Ich wollte mit 14 eigentlich genug Taschengeld haben, damit ich mir jede Woche ein neues Skateboard kaufen kann und ich mir den neuesten Computer kaufen kann, die neueste PlayStation 1 und was auch immer und da haben die 20 Mark Taschengeld nicht ausgereicht im Monat. Und da musst du halt was tun. Was würdest du sagen, war der mutigste, der wichtigste Schritt bisher in der beruflichen Laufbahn von dir? Da gibt es nicht den mutigsten Schritt. Ich glaube, als Unternehmer und Opportunist ist ja jeder Schritt sehr, sehr gewagt. Ich meine, wir haben das Event hier nach Deutschland geholt, ohne zu wissen, ob überhaupt ein Besucher kommt. Wir haben jetzt nachmittags, wo die Menschen nochmal nicht essen und schau dich um, es ist voll. Ja, das heißt, jedes Unternehmertum bedingt zu seinem Risiko. Aber ich glaube, Beharrlichkeit und Vertrauen auf das Ganze ist eigentlich das, was dann den Erfolg ausmacht. Was ist ein Tipp, den du jungen Menschen mit auf den Weg geben kannst? Wenn ihr ein Ziel habt, dann bleibt beharrlich. Also, ich meine, wir lernen alle dadurch, dass wir hinfallen, ob das das Laufen lernen ist oder das Radfahren. Ja. Und beim Unternehmertum ist es dasselbe. Einfach weitermachen. Nie aufgeben, ne? Nie aufgeben. Was verdienst du monatlich netto? Ich verdiene eine gute Summe. Gute Summe? Gute Summe, ja. Ungefähr Richtung. Ist es über 100.000 Euro, unter 100.000 Euro monatlich? Will ich nichts dazu sagen. Okay. Was sind deine Hauptkostenpunkte monatlich? Also wofür gibst du Geld aus monatlich? Kannst du uns da vielleicht eine
kurze Gliederung geben? Miete. Miete? Tanken, Essen, Einkaufen. Was zahlst du dann Miete? Um die 5.000, sagen wir mal so. Okay. Um die 5.000. Essen dann? Was zahlst du Essen? Einkaufen gehen. Also meine Frau geht einkaufen, okay, und dann kommt da, sag ich mal, Wocheneinkauf zwischen 100 und 200 Euro. Okay, also ungefähr 1.000 Euro monatlich. Ja, sagen wir mal ungefähr 1.000 Euro. Ja. Klamotten? Bist du viel am Shoppen oder? Nee, ich habe einen Puma-Vertrag, ich krieg Sachen von Puma geschenkt, deswegen hole ich mir da immer was von Puma. Reisen? Wie ist es mit Reisen? Zwischen, sag ich mal, 4.000 und zwischen 10.000 ist alles möglich. Okay, aber dann jährlich oder monatlich? Nein, jährlich, sagen wir mal, jährlich. Jährlich, okay. Jetzt die Frage, was machst du beruflich? Ich glaube, die meisten kennen dich auch. Ja, ich bin Profifußballer. Ich spiele gerade bei Stuttgart, beim VfB, in der ersten Bundesliga. Und das ist mein Job. Wir kennen uns von damals noch. Ich wohne auch in Achim, du wohnst auch, kommst genau, auch aus Achim. Genau. Du bist nicht den einfachen Weg gegangen, direkt irgendwie, wie man es kennt, als junger Spieler dann direkt irgendwie einen Profikader, sondern du hast den steinigen Weg über Viertliga, Drittliga gegangen. Genau. Kannst du es ganz kurz vielleicht einfach mitnehmen? Ja, ich bin damals vom Werder rausgeflogen, bin dann nach Weihe gewechselt, von Weihe U15 bis zur U17, dann von der U17 in die U19 bin ich nach Havelse gewechselt. Von Havelse bin ich dann nach Braunschweig gewechselt. Nie richtig dran geglaubt, wie gesagt, immer einfach gekickt aus Spaß. Von Braunschweig dann nach Meppen, nach einem Jahr. Von Meppen dann in die belgische zweite Liga, belgische erste Liga. Ganz kurz mal, Belgien hast du, du bist in die zweite Liga gewechselt, genau, nach Belgien. Und ihr seid aufgestiegen und dann Meister geworden. Und du, glaube ich, sogar Torschützenkönig. Ja, genau, bin ich in dem. Wahnsinnsgeschichte, ne? Ja, überragend. Ich habe es nie richtig so geglaubt oder nie so dran gedacht. Und jetzt, mir war es eher wichtiger, in die Premier League zu wechseln, als Torjäger in der ersten belgischen Liga zu sein. Und dann das erste Spiel sogar, habe ich das sogar live mitverfolgt, weil mein Feind ist Manchester United. Ja, genau. Dann hast du, glaube ich, gegen Ronaldo sogar gespielt? Ja, bin ich ein paar Sekunden reingekommen, jetzt nicht großartig, aber trotzdem stand ich auf dem Platz mit Ronaldo. Wow. Ich glaube, für mich war es ein Traum, war gewonnen. Für mich ist Messi trotzdem der bessere Fußballer. Aber nee. Schneiden wir raus. Hast du ihn gequatscht, oder? Nee, der war sauer, weil er selber erst eingewechselt worden ist. Und dann ein Jahr in Brighton gespielt und dann nach Stuttgart gekommen. Und jetzt bin ich Nationalspieler. Hammer Geschichte. Ich habe gestern hier ein Länderspiel gehabt in Frankfurt. Genau, meine erste Länderspielreise. Ich habe jetzt davor gegen Frankreich gespielt, letzte Woche, und gestern leider nicht zum Einsatz gekommen, aber ich bin überglücklich dabei gewesen zu sein. Ja, ich wollte gerade sagen, emotional musst du gerade echt... Ja, ich bin überglücklich, also ich bin nur noch am Grinsen, war ich vorher auch schon, aber jetzt noch mal ein bisschen mehr. Ich wollte gerade sagen, bist du eine Grinsenbank. Ja. Und Stuttgart, bleibst du erstmal? Oder hast du vielleicht vor, reizt sich die Premier League vielleicht? Ich habe jetzt ein Jahr da gespielt. Jetzt mal schauen, was passiert. Bei mir ist alles offen. Werden viele Gespräche geführt, aber mal schauen. Was ist ein Tipp vielleicht, den du den jungen Leuten daraus mitgeben kannst? Man sollte meiner Meinung nach nie negativ sein, nie schlecht gelaunt sein. Auch, ich weiß, kommen manchmal Schicksalsschläge, dann bist du automatisch traurig. Aber versuche immer nach vorne zu gucken und dann an sich arbeiten, Gas geben, und dann wird es irgendwann. Wenn nicht, hat man trotzdem versucht, das ist ja ein Traum. Und heißt ja nicht, dass jeder, der einen Traum hat, seinen Traum verwirklichen kann. Deswegen einfach daran glauben, Gas geben, und zumindest wenn es nicht klappt, kannst du sagen, ich habe alles gegeben. Und dann kannst du trotzdem glücklich draus sein. Sehr gut gesagt. Unfassbar sympathisch, finde ich. Unfassbar bodenständig. Genauso wie damals. Ja, Achima, ne? Achim Nord, hä? Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Gerade 1,5. Reicht das dir? Zurzeit noch, ja. Was machst du denn beruflich? Ich bin Sales Development Representative. Wie bist du dazu gekommen? Vielleicht ganz kurz der Werdegang. Nimm uns mit. Du, ich habe mich gefragt, was ist die Haupt... Ja, das ist das Hauptding, was mich am meisten weiterbringen wird im Leben. So, was ist eine Fähigkeit, die mir immer dienen wird? Und das ist, denke ich, definitiv der Verkauf. So, wir verkaufen uns alle täglich, ziehen uns schön an, setzen ein Lächeln auf. So. Und wie man sich gut artikuliert und bestimmte Werte, die man eben vertritt, kommuniziert, wollte ich lernen und habe dann einfach ein Praktikum in einem E-Commerce-Bereich bei einem Softwarehersteller gemacht und bin dann so dazu gekommen. Bist du happy? Sehr, 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 sehr happy, ja. Siehst happy aus? Spaß. Ja, ist wunderbar. Remote Work ist sehr cool. So, man kann sich den Arbeitsplatz aussuchen. Wenn man im Büro arbeiten will, kann man das. Wenn man von zu Hause arbeitet, lieber, ist es auch in Ordnung. Was war bisher der mutigste, der wichtigste Schritt in deiner beruflichen Laufbahn? Nein zu akzeptieren, Ablehnung zu akzeptieren und für sich einfach die richtige Einstellung, das richtige Mindset zu etablieren, um da dann eben trotzdem erfolgreich sein zu können. Was ist ein Tipp, den du jungen Menschen mit auf den Weg geben kannst vielleicht? Definitiv, dass man sich Zeit nehmen sollte zu reflektieren, wer man ist, und noch viel wichtiger, wer man sein will und was es braucht, um diese Person zu werden. Und dafür ist halt super wichtig, sich zu fragen, was die eigenen Werte sein sollen,
und welche Verhaltensweisen man dafür etablieren muss im Alltag, um eben diese Werte bestmöglich zu vertreten. Hammer, sehr inspirierend. Vielen Dank. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Also ich mache Ausbildung und netto 870. Reicht das dir? Eigentlich nicht, deshalb mache ich einen Minijob. Okay. Muss ich immer meine Familie in Marokko unterstützen, Geld schicken, alles. Was genau machst du für eine Ausbildung? Ich mache Ausbildung als Industriemechaniker. Und was genau muss man sich darunter vorstellen? Alles, was mich Maschinenbau, drehen, fräsen, alles. Was würdest du sagen, macht dir am meisten Spaß an deinem Job, an deiner Ausbildung? Ein Familienmitglied schaffe ich in der Firma und das gefällt mir immer. Okay. Die Leute sind sehr nett, alle sind freundlich. Ja. Ja, ich fühle, manchmal fühle ich wie in meinem Heimatland. Und was würdest du sagen, war der mutigste, der wichtigste Schritt in deiner Karriere bisher? Mein wichtigster Schritt ist, eine Ausbildung zu absolvieren, damit kann ich hier in Deutschland bleiben. Wenn ich fragen darf, wie lange wohnst du schon in Deutschland? Wie lange bist du schon hier? Wie lange? Seit 7 Monaten. Seit 7 Monaten? Ja. Und warum kannst du so gut Deutsch sprechen? Weil habe ich Deutsch in meinem Heimatland gelernt, seit einem Jahr. Wow, es ist trotzdem unfassbar. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Private Shit. Private Shit. Kannst du uns eine grobe Richtung geben vielleicht? Über 5.000, unter 5.000? Unter 5.000. Reicht es, um deinen Lebensstandard zu finanzieren? Schon, weil ich mache auch nebenbei, ich bin ein DJ. Und was machst du hauptberuflich? Automobilverkaufsmann. Und du hast gerade schon gesagt, DJ machst du nebenbei? Genau. Fashion auch irgendwas? Weil you're dripping, bro. Bisschen, so little by little. Ah, ich dachte, du hast safe eine Modebrand oder irgendwas. Nee, aber ich habe schon ein paar Mal so Fotoshootings gemacht. Ah, okay. So und so. Was würdest du sagen, macht dir am meisten Spaß an deinem Job? Beim DJen ist halt, Menschen Freude zu bringen und daran Spaß zu haben. Und beim Automobilkaufmann? Das macht mir auch Spaß, aber es ist so, du weißt, halt, normalen Job. Work, ja. Ja, work. Wie bist du dazu gekommen? Also wie war der Werdegang? Hast du nach der Schule eine Ausbildung gemacht oder wie war das bei dir? Nee, erstmal habe ich ja gechillt, um zu wissen, welche Richtung ist für mich das Beste. Und halt mein Stiefvaters Bruder gehört den Firma, weißt du? I see. Und ich habe erstmal so ein, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch heißt, aber ich habe erstmal so ausprobiert, so mäßig. Okay, ja, ausprobiert, orientiert, ja, wo deine Passion ist. Ja, genau. Und was würdest du sagen, war der wichtigste, der mutigste Schritt in deiner beruflichen Laufbahn? Das zu machen, ne? Ich bin selber froh auf mich selbst, weil von wo ich herkomme, ist es nicht so leicht, weißt du? Diese Journey, was ich gemacht habe, das war überhaupt nicht leicht. Wichtigste Frage, bist du happy? I'm always happy. That's a good answer. Aber manchmal, man sieht das nicht so, weil ich habe immer dieses Ausdruck. Yeah. I always look like I'm angry. Was ist ein Tipp vielleicht, den du jungen Menschen mit auf den Weg geben kannst? Always stay positive. Mm-hmm. Listen to your parents. Yes, sir. Immer an deine Eltern zuhören. Live life. Life is short. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? 1.100, 200 Euro. Reicht das dir? Ja, reicht, weil ich halt noch andere Benefits von meinem Unternehmen bekomme. Was genau machst du denn beruflich? Ich bin dualer Student bei einer der führenden Automobilhersteller in Deutschland. Und wie bist du dazu gekommen? Vielleicht ganz kurz der Werdegang? Eigentlich war das echt ganz spontan, die Entscheidung. Ich habe spontan auf TikTok die Werbung davon gesehen, von deren Stelle, und habe mich dann einfach aus dem Bett hinaus beworben und wurde dann am Ende des Tages auch angenommen. Und das war dann praktisch direkt nach der Schule oder hast du vorher noch was gemacht? Nee, das war während der Schulzeit, habe ich mich beworben, also während meines Abis habe ich mich beworben und dann direkt nach der Schule habe ich halt im Juni mein Abi gehabt und im September habe ich dann dort begonnen. Bist du happy? Ja, schon, würde ich so sagen. Was macht dir meistens Spaß am dualen Studiengang? Ich finde dieser Mix von zum einen im Unternehmen und im Studium, also dass du beides hast, dass du beide Seiten siehst, hilft einem zum einen extrem zu wachsen, als auch wirklich zu wissen, was in der Berufswelt abgeht. Ja. Und daraus kann man als Jugendlicher meiner Meinung nach sehr viel lernen. Dann tauchst du auch, denke ich mal, bei der Praxis in verschiedene Unternehmensbereiche ein. Genau, also wir können uns da aussuchen, in welche Unternehmensbereiche wir gehen. Und dadurch, dass das immer nach den Fähigkeiten geschnitten ist, ist das eigentlich echt gut, dass man da seine Fähigkeiten weiter ausbauen kann. Was würdest du sagen, war der mutigste, der wichtigste Schritt bisher bei dir? Vom Elternhaus auszuziehen. Also war nur möglich, weil ich ausgezogen bin. Ich lebe jetzt in Bayern. Vorher habe ich in NRW gewohnt. Ich finde, dass es einer der wichtigsten und besten Steps ist, um auch sich selbst weiterzuentwickeln. Und was ist ein Tipp, den du jungen Menschen noch mit auf den Weg geben kannst? Einfach mal machen. Also klar, darüber im Klaren sein, was für Konsequenzen es hat, aber wenn ihr es wirklich machen wollt, dann macht es einfach. Und wenn ihr es im Nachhinein bereut, dann gibt es immer noch Lösungen und Wege, andere Wege einzuschlagen, aber macht einfach das, was in eurem Herzen liegt und geht dem nach, was ihr liebt. Wie viel Geld
verdienst du monatlich netto? Kannst du uns das ungefähr sagen? 1.600, 700 maximal. Was machst du genau beruflich? Alles, was steht von Reinigung. Boden, Treppe, Müllwechsel, Glasreinigung, sowas. Wie bist du dazu gekommen? Wie war vielleicht der Werdegang bei dir? Ja, das erste Mal war weniger und jetzt ein bisschen besser. Zur Schule, dann danach praktisch, was hast du danach gemacht? Vielleicht kannst du uns ganz kurz uns mitnehmen. Früher, ich habe gearbeitet in Rumänien Baustelle. Okay. Und jetzt hier habe ich gewechselt. Jetzt, ich bin von Reinigung von 6 Jahren. Ich bin bei dieser Firma von 6 Jahren. Okay. Ein bisschen Deutsch gelernt, nicht so gut, aber ist sehr läuft. Gut, sehr, sehr gut. Läuft. Ja, für 6 Jahre bist du erst hier. Ja. Super, ja. Deutsch. Ja, ja. Und wie meisterst du das? Weil du viel mit, in deiner Arbeit auch viel Deutsch sprichst? Oder besuchst du Kurse? Oder wie bekommst du das hin? Nee, nur zu arbeiten. Mit Chef. Letzte Mal, ich habe nichts verstanden. So, gar nichts. Ich habe gekommen von Griechenland hier direkt. Ja. Arbeiten in Griechenland. 1 Jahr und dann hier gekommen. Griechenland, hast du gesagt? Ja, ja. Bon Athena. Aber wir haben zurück hier gekommen und dann nichts verstanden, sagen Hallo oder Guten Tag oder sowas. Und, okay. So langsam. Wann willst du? Ja. Passt alles. Was ist ein Tipp praktisch für die jungen Menschen, die vielleicht noch zur Schule gehen, was du mit auf den Weg geben kannst? Ohne Drogen und arbeiten. Schule machen, ohne Drogen, ohne. Ja. Ja, kein Alkohol trinken oder so, eine Zigarette, aber ohne Drogen. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Ja, aktuell sind es leider noch unter 5.000. Allerdings gibt es immer mal ein paar Sonderzahlungen, wo es dann auch schon mal auf die 5.000 zugehen kann. Was genau machst du denn beruflich? Aktuell arbeite ich bei Mercedes im Werk Bremen im Umwelttechnologiezentrum. Ich führe die Tests durch, um die Verbräuche und Emissionswerte zu ermitteln. Und wie bist du dazu gekommen? Vielleicht ganz kurz der Werdegang. Nimm uns mit. Ja, ich habe 2018 mein Abitur abgeschlossen und habe dann eine Ausbildung bei Mercedes im Werk gestartet. Okay. Und die habe ich dann 2021 beendet und war dann zuerst im Rohbau, also die Roboter bedienen, die die Karosserien zusammenschweißen, sage ich mal. Und habe mich da dann wegbeworben und bin ins Umwelttechnologiezentrum gekommen. Was würdest du sagen, macht dir am meisten Spaß jetzt im Umwelttechnologiezentrum? Oh, den größten Spaß habe ich eigentlich dabei, da ich so autobegeistert bin, die Autos quasi jeden Tag zu erleben und auf dem Prüfstand auch fahren zu dürfen. Und die Begeisterung mit den Autos, das ist schon länger? Oder? Ja, doch. Ja? Die habe ich von seit Kindheit quasi. Okay. Was würdest du denn sagen, war der mutigste, der wichtigste Schritt bisher in deiner beruflichen Laufbahn? Ja, drauf zu schauen, woran man Spaß hat und in die Richtung weiterzugehen. Hast du vielleicht einen Tipp, den du jungen Menschen mit auf den Weg geben kannst? Ja, dazu habe ich eine kurze Story. Und zwar habe ich einmal auf einer Kreuzfahrt mit dem Kapitän gesprochen. Okay. Und der hat mir den Tipp gegeben, lass dich von Enttäuschung nicht entmutigen. An der Stelle nochmal schöne Grüße an Jens Janaufek, falls du das siehst. Und hinzufügen würde ich noch, auch immer wenn man sich große Ziele setzt, sage ich mal, ist es immer wichtig, noch die Lebensqualität auch beim Erreichen der Ziele im Blick zu haben und einfach auch Spaß auf dem Weg zu haben. Was verdienst du monatlich netto? Kannst du das sagen? Ja, genug. Genug, ja. Gute Antwort. Ja. Grobe Richtung, über 5, unter 5.000? Und mehr als genug. Mehr als genug. Ja. Okay, diplomatisch hier. Reicht es, um deinen Lebensstandard zu finanzieren? Ja. Ja? Ja. Was machst du beruflich? Physiotherapeut. Und wie bist du dazu gekommen? Indem ich erst Schauspiel studiert habe, dann Modedesign und dann mich für Physiotherapie entschieden habe. Okay. Also erstmal vieles ausprobiert, dann auch geguckt, wo deine Leidenschaft liegt? Nee, ich habe immer so kurz ad hoc gehandelt. Also Schauspieler kennengelernt, Schauspiel studiert, abgebrochen, dann zufällig an einer Modefachschule vorbeigelaufen. Dann habe ich das ein Jahr gemacht, spannend, oder zwei. Spannend. Habe es wieder abgebrochen, als ich dann gemerkt habe, wie es wirklich beruflich ist und ein Praktikum gemacht habe. Und dann habe ich gejobbt und dann habe ich Physiotherapeuten kennengelernt. Okay, spannend. Also gar nicht so finanziell motiviert gedacht, sondern eher auf dein Herz gehört, was dir wirklich Spaß macht. Ja. Okay. Und was würdest du sagen, ist der oder war der wichtigste, der mutigste Schritt in deiner beruflichen Laufbahn, was dich näher zu deinem persönlichen Glück gebracht hat? Mich selbstständig zu machen. Selbstständigkeit? Ja. Okay. Hat auch Schattenseiten, nehme ich an? Ja, auf jeden Fall. Ja? Ja. Kannst du vielleicht kurz mal, vielleicht auch, bist du als Physiotherapeut dann auch selbstständig? Ja. Ja? Kannst du vielleicht kurz ein, zwei Nachteile, Vorteile vielleicht von der Selbstständigkeit? Ja, mit meiner ersten Praxis bin ich pleite gegangen. Dann habe ich die zweite gegründet, während mein erstes Kind kam. Und das lief dann richtig gut. Und jetzt haben wir die zweite aufgemacht. Und ja,
aus den Fehlern der ersten haben wir gelernt, wie wir es bei der zweiten und der dritten besser machen. Okay, ja, Hammer, Hammer Geschichte, inspirierend. Und jetzt bist du glücklich oder bereust du irgendwas im Rückblick praktisch, beruflich gesehen? Nee, ich bin glücklich. Ja, absolut. Also ich denke mir manchmal, ich wäre auch ein guter Anwalt oder ein guter Journalist oder weiß ich nicht, aber ich kann nicht alles machen und jetzt bin ich halt ein guter Physiotherapeut. Ja, sehr schön. Letzte Frage wäre, ein Tipp für die jungen Menschen draußen, den du vielleicht mitgeben kannst auf dem Weg. Ja, bleibt echt, bleibt im Leben und versucht Social Media ein bisschen zu reduzieren. Redet mehr mit den Menschen. Ich versuche in Zukunft weniger Videos zu produzieren. Genau. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Das verrate ich nicht, das ist privat. Okay, vielleicht eine ganz grobe Richtung, über 5.000, unter 5.000? Das verrate ich auch nicht. Okay, es ist privat. Was genau machst du denn beruflich? Ich bin bei der Deutschen Flugsicherung, bin der Manager und habe als Fluglotse dort angefangen. Also ich kann nur empfehlen, Fluglotse, ein toller Job. Kannst du uns vielleicht ganz kurz bei deinem Werdegang mitnehmen? Studiert, erst Elektrotechnik und bin dann in die Fluglotsenausbildung reingekommen. Hab dort die Ausbildung gemacht bei der Deutschen Flugsicherung und danach als Fluglotse gearbeitet. Und wie genau bist du zum Fluglotsenjob gekommen? Also war das dann im Studium, hast du mal irgendwas gesehen oder einen Kollegen gehabt, der da? Ich habe einen Freund gehabt, dessen Vater war Fluglotse und der hat mir gesagt, dass es ein toller Job ist und er hat recht gehabt, eindeutig. Bist du jetzt glücklich, ja? Ja, super. Was würdest du sagen, macht dir am meisten Spaß am jetzigen Job? Dass es sehr vielfältig ist, aufregend ist auch. Dass es aber auch um Sicherheit geht, ja, und wir natürlich dafür sorgen, dass Menschen von A nach B reisen können, also auch das Globale mitfördern. Was ist vielleicht ein Tipp, den du jungen Menschen mit auf den Weg geben kannst? Immer konzentriert dranbleiben, ja, nicht aufgeben und vor allen Dingen das machen, was Spaß macht, dann wird man glücklich. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Kannst du uns da ungefähr eine Richtung geben? Ehrlich zu sein, momentan tatsächlich Mindestlohn, es war mal mehr, aber der Firma geht es nicht so gut. Was genau machst du beruflich? Zweiradmechatroniker, Werkstattleitung tatsächlich. Wie bist du dazu gekommen? Meine Eltern haben gesagt, mach was Handwerkliches. Okay. Ja, also es war irgendwie so, ja, mach was aus. Von den Eltern so ein bisschen in die Richtung? Ja, also ich werde jetzt auch nochmal studieren. Also ich habe jetzt erst die Ausbildung fertig und werde jetzt nochmal wahrscheinlich im Oktober anfangen zu studieren, Maschinenbau. Was würdest du sagen, war der mutigste, der wichtigste Schritt in deiner beruflichen Laufbahn? War es jetzt der Schritt zu sagen, ich gehe nochmal studieren? Ist auf jeden Fall sehr mutig. Also ist natürlich nicht so mutig, wenn man schon mal ein Standbein hat. Mhm. Ich kann immer sagen, Alter, ich mache weiter meinen Job. Ja, ich bin etabliert in einem Betrieb, wo ich sagen kann, ich kann immer zurückfallen darauf. Natürlich ist es auch hart, wenn du zwei Standbeine dann hast. Also ich muss dann während dem Studium noch 2-3 Tage die Woche arbeiten gehen. Was ist ein Tipp praktisch für junge Menschen? Was würdest du sagen? Also Jungs, macht was aus euch, ja. Gammelt nicht rum. Naja, mein Bruder gammelt nur rum. Aus dem wird nichts werden. Selbst wenn ihr eine Ausbildung macht, ja. Also ich sag's euch, das ist Sklaverei. Aber selbst wenn ihr eine macht, macht ihr was besser, als wenn ihr nur rumgammelt. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Das variiert bei mir komplett, weil ich lege manchmal in Frankfurt auf und deswegen ist es eigentlich nie eine genaue Zahl so einzuschätzen. Also. Okay, also DJ. Ja. Kannst du uns vielleicht einen Durchschnitt nennen, vielleicht, den du verdienst monatlich? Vielleicht 2.000, 3.000 über, unter? Schwer zu sagen, weil jetzt irgendwann die Sommersaison, da ist es dann immer wieder mehr, im Winter etwas weniger und so. In Frankfurt ist ja allgemein die Eventstadt, deswegen. Wie bist du dazu gekommen? Also machst du es hauptberuflich, den DJ-Job, oder? Nee, also hauptberuflich bin ich Student. Aber ich habe es nebenbei angefangen mit einem Freund zusammen. Okay. Und da haben wir einfach gesagt, komm, wir ziehen es jetzt mal durch. Machen das mal, schauen mal, wo es uns hinführt auch. Ja. Und deswegen kam es dann so ein bisschen nebenbei. Aber super, ich habe super viel Spaß gemacht. Hast du den Passion gefunden, würdest du sagen? Ja, 100%. Wichtigste Frage, bist du happy? Immer happy. Das ist das Wichtigste. Sehr gute Antwort. Ich finde, dass wenn du was machst, was dir keinen Spaß macht, was ich schon oft gemacht habe, bist du auch niemals erfolgreich. Weil ich finde, man muss immer Spaß bei der Sache haben. That's what I'm saying. Man muss immer Spaß an der Sache haben. Ja. Und wenn du das nicht hast, wie willst du dann noch motiviert sein, 100%. Weißt du? Was würdest du sagen, war der wichtigste, der mutigste Schritt von dir in deiner beruflichen Laufbahn bisher? Also ich finde, es ist wichtig, dass man immer viel ausprobiert. Ja. Alles ausprobiert. Wenn du die Möglichkeit hast, probier es aus. Und deswegen, ich würde jetzt keine Sache so spezifisch sagen, so was war das Mutigste, sondern eher einfach sagen, so sei mutig und nutz die Chancen, die du hast. Was ist ein Tipp, den du jungen Menschen mit auf den Weg geben kannst? Ja, ich würde sagen genau das. Also bleib am Ball, zieh durch, mach das, was du willst. Und wenn du denkst, dass das, was du willst, dir auch was bringt, dann erst recht. Super. Weißt du? Also einfach das machen, was einem Spaß macht. Ich glaube, das ist das Erfolgsrezept für jeden von uns. Was verdienst du monatlich netto?
pass mal auf, wenn du dich einmal hinsetzt mit einem gespitzten Bleistift und dir überlegst, was du so fürs Leben brauchst, wenn du irgendwann mal eine Family hast, vielleicht ein Häuschen hast und noch ein bisschen leben möchtest. Manchmal willst du vielleicht auch dich von dem ganzen Scheiß erholen gehen und brauchst dringend mal einen Urlaub. Okay. Rechne es hoch und dann muss es reichen. Also ich sag mal über 5.000, nehme ich mal an. Naja, es ist natürlich irgendwo wichtig, dass es einfach reicht. Ja. Was sind deine Hauptkostenpunkte monatlich? Kannst du uns dann eine ganz grobe Gliederung geben? Muss gar nicht Zahlen sein, aber einfach ungefähr, wo das meiste Geld drauf geht. Also, Wohnen natürlich, Auto. Okay. Wohnen ist dann Eigentum, Miete oder? Eigentum, ja. Ja. Und wenn man sich eine Familie leisten will, dann natürlich die Kinder mit allem, was dazugehört. Ja, das geht ja schon beim Wohnen los, dann brauchst du ein größeres Auto, dann werden die Einkäufe teurer und so weiter. Und das ist eigentlich die Hauptsache. Dann brauchst du noch ein paar Versicherungen, das ist auch wichtig. Ein bisschen Altersvorsorge ist total wichtig. Dann ist immer die Frage, bist du privat krankenversichert oder gesetzlich? Ja, und da kommt schon ordentlich was zusammen hier in Deutschland, ne? Ja, schon, auf jeden Fall. Jetzt die Frage, was machst du beruflich? Ich arbeite hier in Frankfurt bei einer Bank. Okay. Ja. Deswegen auch die Verschwiegenheit beim Gehalt, nehme ich mal an. Selbstverständlich. Okay. Ist es eine größere Bank hier in Frankfurt? Ja, schon. Wie bist du dazu gekommen? Also wie war dein Werdegang? Wusstest du schon damals, dass du in den Bankenbereich gehen willst? Oder wie war das bei dir? Ich wusste eigentlich nie, was ich werden will. Mhm. Ja, und bin dann aus lauter Verzweiflung nach dem Abitur in den wirtschaftlichen Zweig gegangen, kaufmännisch. Habe halt mir gedacht, okay, gehst du mal, machst ein duales Studium, bist du schnell fertig nach 3 Jahren, kannst dann auch schon schnell anfangen, Geld zu verdienen. Bin dann halt auf Anraten meiner Eltern in eine Bausparkasse gegangen, damals noch in Stuttgart. Okay. Und so bin ich dann irgendwann über Umwege halt nach Frankfurt in die Bankenlandschaft gekommen. Wenn du halt bei der Bank bist, zieht es dich natürlich irgendwann nach Frankfurt. Bist du glücklich? Ja, natürlich. Ja? Ja. Siehst glücklich aus? Ja, klar. Und die letzte Frage wäre, hast du einen Tipp für die jungen Menschen draußen, die vielleicht noch zur Schule gehen, noch studieren, die noch nicht genau wissen, was sie machen wollen später? Vielleicht einen Tipp, den du den Leuten mit auf den Weg geben kannst? Also ich glaube, die jungen Leute kriegen immer mit auf den Weg gegeben zur Zeit, dass sie was machen sollen, was ihnen Spaß macht und was sie nicht so überfordert. Ja. Ich würde aber mal, also das finde ich auch wichtig, würde aber auch gerne bewusst mal in die andere Richtung gehen. Also macht auch was, was euch fordert, was vielleicht auch mal keinen Spaß macht und wo ihr sicherstellen könnt, dass ihr halt euer Einkommen habt und dass ihr auch noch Geld bekommt, wenn ihr später mal irgendwann alt seid und nicht mehr arbeiten könnt. Und dann muss halt auch genug Kohle da sein, um irgendwie eigenständig zu bleiben. Wie viel Geld verdienst du monatlich? Netto. Über 4. Über 4. Reicht es, um deinen Lebensstand zu finanzieren? Definitiv, ja. Was machst du denn beruflich? Kunststoffe. Aber nicht die, die ins Meer kommen, sondern die guten für Lärmschutzwände, Überdachungen, Greenhousing, sowas. Wie bist du dazu gekommen? Über die Family. Und über ein Praktikum, ein bisschen außergewöhnlich, von Shanghai nach Tel Aviv und dann... Ja, so bin ich reingekommen. Okay. Über Umhängen. Und wie bist du nach Shanghai gekommen, Weil ich mich im Auslandssemester in der Reihe vertan habe. Ich wollte nach San Diego und bin in Shanghai gelandet. Nein! Ich schwör's dir. Wirklich? Ja. Sehr und gut. Wie hast du dich zurechtgefunden in Shanghai? Überhaupt nicht. Also Telekom-Laden, Internet und alles. Reine Katastrophe. Und, aber eine geile Erfahrung, ne? Ja, definitiv. Würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, sich falsch einzutragen und dann irgendwo anders hinzugehen. Bist du glücklich? Konnte ein bisschen weniger arbeiten, aber sonst passt es eigentlich ganz gut. Was würdest du sagen, war der wichtigste, der mutigste Schritt in deiner beruflichen Laufbahn bisher? Einfach mal wirklich in diese Kunststoffwelt reinzugehen, auch wenn es immer so Vorurteile und sowas gibt. Eigentlich, wenn man sich genauer das ganze Zeug anguckt, eigentlich ganz cool und doch nicht immer so vorurteilsbehaftet, wie es eigentlich ist. Man hat wahrscheinlich auch einen großen Impact, ne? Definitiv. Also du kriegst halt auch wirklich das ganze Geschehen über Recycling und sowas mit. Und da gibt es noch viel spannende Themen für die Zukunft und... Cool. Ja, vielleicht kann ich da ein bisschen was machen. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? 5-stellig. Reicht es, um dir deinen Lebensstand zu finanzieren? Es reicht. Mhm. Also es wachsen natürlich die Ansprüche. Da ist die Gefahr dabei, dass man dann immer sagt, da kommt dieser Spruch, dass nach 3 Wochen schon das Gehalt zu Ende ist. Ja. Aber wie gesagt, es passt alles. Man muss halt mit seinen Ansprüchen mitwachsen, aber nicht drüber wachsen. Was machst du denn beruflich? Wie kann man über 5-stellig verdienen? Als Unternehmensberater. Und zwar... Unternehmensberater und Interim-Manager. Das heißt, ich gehe in Firmen, die Probleme haben im Bereich Service, im Bereich Vertrieb, im Bereich IT. Mhm. Männer gehen nicht zum Arzt, Firmenchefs gehen auch nicht zum Arzt. Ich bin der Doktor und die rufen erst an, wenn es brennt. Und wie bist du dazu gekommen? Ganz witzig. Ich war sehr erfolgreicher Manager in einem großen deutschen Rüstungskonzern. Aber mit 49 sagten die, du, wir müssen hier reorganisieren, mach dich mal vom Hof, hier gibt es eine Abfindung. Und ich sagte, ich bin so geil, ich nehme die Abfindung und nehme mir sofort den nächsten Job. Und dann alle so, du bist doch 50, wir wollen dich nicht. Die haben mir gesagt,
Also du kommst aus einer Firma raus und bist ein halbes Jahr dich am Bewerben. Mhm. Und immer, wenn die mitkriegen, oh, du bist ja schon fast 50. Nee, du bist mir dann zu eingelaufen, du hast zu viel eigene Vorstellungen, du bist nicht mehr biegsam und fügsam. Geschmeidig. Genau diese Dinge. Und dann habe ich gedacht, das gibt's ja gar nicht. Hast du gerade die Firma verlassen, bist jetzt 50? Das hat mich echt geschockt. Ich war ein Jahr lang... Weil man dann ja eigentlich erst die ganze Erfahrung hat und natürlich die wichtigen Lektionen gelernt hat. Ein Jahr lang habe ich mit ganz großen Augen und dem Arbeitsamt gedealt und getan und gemacht. Mhm. Und dann in der Zeit kam mir dann die Idee, du musst vielleicht dein Wissen selber zum Markte tragen. Ja. Und dann im Jahr drauf, das war 2013... Mhm. Ging es ab wie Schmitz' Katze. Das fanden die gut. Bist du glücklich? Ja. Ein Tipp vielleicht, den du jungen Menschen mitgeben kannst. Wenn es dir keinen Spaß macht, love it or leave it. Die Amerikaner sind nicht umsonst so schön plastisch. Vielleicht der erste Tipp ist, egal wo du anfängst, knie dich mehr als diese scheiß 8 Stunden rein. Mach 10 Stunden. Biete dich an. Biete dich den Chefs an, dass die merken, dass aus dir was rauszuholen ist. Und die ersten 2 Jahre sind dann eine Keulerei. Da siehst du auch wenig in den Diskotheken oder sowas abgeht. Aber mit dem Wissen gehst du woanders hin und dann funktioniert es mit der Karriere. Also wenn du jetzt Karriere im Sinne von, das muss zügig weitergehen, sprichst, ist das genau richtig. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Um die 7.000. Ehegattensplitting ist da hilfreich, dann passt es netto. Bist du glücklich damit? Reicht es, um deinen Lebensstandard zu finanzieren? Passt. Sogar in München, ja. Okay. In Frankfurt wird es wahrscheinlich erreichen. Was machst du beruflich? Ich bin Diplomkaufmann und so in größeren Unternehmensgruppe für die Innenrevision verantwortlich. Das ist aber Gehalt schon ganz ordentlich, ne? Für einen Angestellten netto? Nee, also für eine Führungskraft eigentlich ganz normal. Ach, du bist also eine Führungskraft. Richtung Rente, ja. Okay. Oder relativ kurz vor der Rente eigentlich. Okay, verstehe. Ist das schon okay? Sollte man eigentlich schon da sein? Ja, also bist du jetzt dann im Unternehmen schon 20, 30 Jahre? Ja, 25 Jahre. Okay. Mhm. Wie bist du dazu gekommen? Vielleicht ganz kurz den Werdegang vielleicht beschreiben. Ja, wie gesagt, Betriebswirtschaft studiert, Diplomkaufmann, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eingestiegen, PricewaterhouseCoopers, 5 Jahre und dann von einem Manager, mit dem ich gearbeitet habe, abgeworben worden, weil der in der Unternehmensgruppe die Innenrevision aufgebaut hat. So ging es dann los und da bin ich dabei geblieben bei der Unternehmensgruppe, weil die halt total viele interessante Felder hat. Und was würdest du sagen, war der mutigste, der vielleicht wichtigste Schritt in deiner beruflichen Laufbahn, der dich am meisten erfüllt hat? Der mutigste Schritt war, dass ich sage, ich habe ja nicht Schule studiert, sondern ich habe erst gelernt und Ausbildung gemacht und habe dann gesagt, ich mache nicht weiter, sondern ich will doch noch das Maximale rausholen und studieren. Das hätte ja in die Hose gehen können. Und das war so der mutigste Schritt. Okay. Versuch's und hat geklappt. Ja. Und bist du jetzt glücklich oder bereust du irgendwas? Nee, überhaupt nicht. Passt. Genau, habe meine Frau kennengelernt, die studiert, hat Kunstgeschichte studiert, Magistratium und dadurch habe ich noch ein bisschen Kultur mitgekriegt und dann passt das. Wunderbar. Und letzte Frage wäre, ein Tipp, den du vielleicht jungen Menschen mit auf den Weg geben kannst? Ja, riskier es, probier es aus und muss dann auch nicht klappen und wechsel dann, sei mutig und hör auf deinen Bauch. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Hm? Hä? Nochmal. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Warte, ich geschickt. Grobe Richtung. Über 5.000, unter 5.000. Boah, das kann ich sagen, ja. Aber es reicht auf jeden Fall. Es reicht. Was genau machst du denn beruflich? Ich bin selbstständig. Ich mache Comedy-Videos und Musik. Wie kann man dich finden für die Leute? Ich heiße Nice. Ich kann jetzt nicht sehen, wie erfolgreich du bist. Ich habe jetzt keine Zahl oder was, aber ich glaube, du bist ein bisschen größer, ne? Kann ich mir vorstellen? Ich habe fast 1 Million auf YouTube. Wow. Hoffentlich schaffe ich dieses Jahr die 1 Million. Deswegen, hey Leute, wenn ihr guckt, bitte kommt. 1 Million. Wie bist du dazu gekommen, als du Social Media? Das war nie mein Plan. Mein Bruder hat damals eine Kamera gekauft, weil er YouTube-Videos machen wollte. Okay. Und er meinte zu mir so, auch Spaß, mach du doch auch, wenn du Bock hast. Geil, ja, okay. Und ich habe einfach die Kamera genommen und ich habe einfach gespürt, ey, das ist was für mich. Mm. Und ich habe angefangen, es hat mir Spaß gemacht. Und ja, der Rest ist Geschichte. Wie viel Geld verdienst du monatlich? Direkt rein. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Naja, erstmal ist ja alles in der GmbH drin, weißt du? Mhm. Dementsprechend so. Okay, was zahlst du dir aus? Als Gehalt zahle ich mir 20 aus. 20? Ja. Okay, das ist ordentlich. Und Verdienst ist ja so sechsstellig halt, ne? Okay, wow. Ja. Was genau machst du beruflich? Wie kann man so viel Geld verdienen oder sich auszahlen? Ich mache YouTube, wir haben eine Partnerschaft auf Amazon und ich habe noch eine Modefirma.
Okay. Wie findet man dich auf Social Media? Naim Sky. Naim Sky. Genau. Abchecken. Und wie bist du gekommen? Vielleicht ganz kurz der Werdegang. Kannst du es mitnehmen? Boah, ich mache schon seit über 12 Jahren YouTube. Mhm. Also damals so die ersten 7 Jahre gefühlt kein Geld damit verdient. Okay. Und erst seit 2017 kann ich davon leben, ja. Sehr stark. Immer genau. Dran geblieben. Immer ja, dran genau. Geblieben. Und jetzt seit 3 Jahren mache ich so ein Erkenne-den-Format, wo wir dann immer erraten müssen, wer die Wahrheit sagt. Ah, okay, jetzt weiß ich auch. Okay, jetzt ist so. Das Format kenne ich auf jeden Fall. Ja, kennst du? Ja, geil. Das Format kenne ich. Freut mich. Aber würdest du sagen, hast du den Passion gefunden? Ja, safe. Ja. Safe. Also ich gehe voll drin auf. Ich liebe das, was ich mache. Ich liebe auch immer neue Projekte anzugehen und sowas. Das ist cool. So genau mein Ding. Also klar, man macht's, also man will natürlich irgendwo auch gutes Geld verdienen, so, mhm. Aber ich denke, die Vision, die Passion und alles andere ist viel mehr wert. Und danach kommt das. Genau, es kommt dann sowieso. Was würdest du sagen, war der mutigste, der wichtigste Schritt in deiner beruflichen Laufbahn bisher? Wichtigste Schritt? Nicht auf das zu hören, was mir gesagt wurde von anderen, sondern auf meine Vision zu pochen und da weiter Gas zu geben. Ja. Weil sonst wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Was würdest du sagen, macht dir am meisten Spaß an deinem jetzigen Beruf, so Social Media? Was ist das Coolste daran? Die ganzen Menschen kennenzulernen. Wir lernen so viele neue Menschen immer wieder kennen. Ich liebe es auch, Netzwerk, ne? Genau, und ich liebe es immer, mit meinen Freunden zu drehen. Man lernt auch viele neue Freunde kennen, so gerade in dem Bereich. Ich bin da echt, auch durch die Welt zu reisen. Wir haben auch viele Auslandsprojekte immer wieder. Es macht einfach extrem viel Spaß. So. Cool. Und letzte Frage wäre, was ist ein Tipp, den du jungen Menschen mit auf den Weg geben kannst? Gerade jetzt vielleicht als Selbstständiger, für die sich später mal selbstständig machen wollen oder vielleicht sogar auf Social Media irgendwie ein Creator werden wollen. Nicht zu sehr aufs Geld fokussieren, sondern eher eine Passion finden, darin aufgehen, auch einen Mehrwert schaffen. So, also nicht, es gibt auch Passion, die keinen Mehrwert schaffen, so muss man einfach auch sagen. Ja. Aber so immer auf das fokussieren, wo man auch Spaß dran hat, weil dann hast du sowieso schon gewonnen im Leben. Weißt du, du holst ja am Ende des Tages mit Geld, finanzierst du die Sachen, die dir Spaß 100%. Machen. Weißt du? Aber wenn du schon Spaß in deinem Beruf hast, dann hast du schon gewonnen. Könnte ich nicht mehr zustimmen. Ich glaube, dass wenn du was findest, wo du voll drin aufgehst oder deine Passion findest, dann wird das Geld nach und nach sowieso. Genau, es kommt sowieso. Das ist so das ist der Nebeneffekt. Keine Arbeit für dich. Genau. Deswegen, ich habe auch das Gefühl, dass ich nie arbeite oder 24/7 arbeite. So. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ey, Bro, ich fühl's. How much money do you earn monthly after tax? A good one that can take care of my household, myself and my investment as well. Okay, that's a good answer. Yeah. Can you maybe give us a rough direction? Like, is it over 5,000, under 5,000? Over 5,000. Over 10,000? Close to. Yeah. Okay. What do you do job-wise? Investment banker, an expert in treasury, and I provide corporate treasury services and individual investment banking. Are you based here in Frankfurt? No, I'm based in Accra, Ghana. Mm-hmm. Yeah, that's West Africa to be precise. And now you're here basically for work only or for vacation or what are you? Yeah, I'm here for a corresponding bank visit because we have corporate clients who does international trade and we need to see how best you can give the best of service and then how they can run their business efficiently and also see any trade in European trade or whatever it is, they can gain value for it. They're sending the best worker over to take care of the clients. Not really, but my role as a treasury head of treasury calls for this because treasury, like we said, we interact a lot on the phone, but it's better to add a face to the call, and that is why I'm here. Can you maybe tell us how you got there? I started as a bank officer. I've been in banking over a decade, and I started by as an asset and liability manager. Okay. I've worked with about 3 or 4 different banks. Mm-hmm. I've worked in outside Ghana too as well, in Sierra Leone. Okay. And I also had I worked a year in the oil and gas industry, that's the downstream. But banking has been my field because everything you do, you need financial services, which is very, very important. Most important question, are you happy? Very happy because I'm content with what I do. What advice you can give to younger people out there who are just starting out, basically? Whatever you do, there needs to be a plan, it needs to be focused. Mm-hmm. And as well, everything takes time. Just like you have a seed in the soil, it takes time to germinate. Wie viel Geld verdient ihr monatlich? Netto. Könnt ihr mir das sagen? Ungefähr? Das ist privat. Privat? Privat. Was macht ihr beruflich? Ich bin Firmenkundenberaterin der AOK Hessen. Okay. Ich auch. Und wie seid ihr dazu gekommen? Vielleicht ganz kurz den Werdegang beschreiben. Also mein Werdegang war erst eine schulische, berufsschulische Ausbildung bei der Allianz. Mhm. Dann über verschiedene Versicherungsgesellschaften bin ich vor 28 Jahren zur AOK gekommen. Okay. Und bist du glücklich? Ich bin glücklich damit. Sehr schön. Ja. Siehst glücklich aus? Ja. Und bei dir? Ich habe eine Ausbildung gemacht bei der Barmer, auch eine Krankenversicherung, und bin seit 18 Jahren jetzt auch bei der AOK über Kundenberater zum Firmenkundenberater. Ja, das ist so der Werdegang. Okay. Und auch glücklich? Ja. Was war für euch der mutigste, der wichtigste Schritt in der beruflichen Laufbahn? Was würdet ihr sagen?
Also die mutigsten Schritte waren am Anfang, die Arbeitgeber zu wechseln, um herauszufinden, wo ist mein Platz. Okay. Und das war nach der Ausbildung direkt. Da hatte ich dann 3 verschiedene Arbeitgeber. Und ja, wie gesagt, vor 28 Jahren bin ich bei der AOK Hessen hängen geblieben. Und dementsprechend habe ich mich dort auch weiterentwickeln können. Schön. Also am Anfang was ausprobiert, genau. Verschiedene Sachen. Genau. Ja. Bei dir? Ich sag mal, so einen richtig mutigen Schritt hatte ich noch nicht, aber es war auch so, nach der Ausbildung war ich nicht zufrieden dort und dann auch den Arbeitgeber gewechselt. Ja. Und was ist vielleicht ein Tipp, den ihr den jungen Menschen, die noch zur Schule gehen oder studieren, mitgeben könnt auf dem Weg? Auszuprobieren. Auf jeden Fall das zu machen, was einem Spaß macht, weil der Job, ja, verlangt sehr viel ab und 8 bis 10 Stunden am Tag sollte man da glücklich verbringen. Zumindest 4 Tage von 5. Sich zu orientieren und auch das zu machen, worauf man Lust hat, sich nicht von irgendwelchen anderen Eltern, Geschwistern, Familie leiten lassen, das machen, worauf man Lust hat und das auch durchziehen, fertig. How much money do you earn monthly after tax? A good one that can take care of my household, myself and my investment as well. Okay, that's a good answer. Yeah. Can you maybe give us a rough direction, like is it over 5,000, under 5,000? Over 5,000. Over 10,000? Close to. Close to. Yeah. Okay. What do you do job-wise? Investment banker, an expert in treasury, and I provide corporate treasury services and individual investment banking. Are you based here in Frankfurt? No, I'm based in Accra, Ghana. Mm-hmm. Yeah, that's West Africa to be precise. And now you're here basically for work only or for vacation or what are you? Yeah, I'm here for a corresponding bank visit because we have corporate clients who does international trade and we need to see how best you can give the best of service and then how they can run their business efficiently and also see any trade in European trade or whatever it is, they can gain value for it. They're sending the best worker over to take care of the clients. Not really, but my role as a treasury head of treasury calls for this because I treasury, like we said, we interact a lot on the phone, but it's better to add a face to the call, and that is why I'm here. Can you maybe tell us how you got there? I started as a bank officer. I've been in banking over a decade, and I started by as an asset and liability manager. Okay. I've worked with about 3 or 4 different banks. I've worked in outside Ghana too, as well in Sierra Leone. Okay. And I also had a steady, I worked a year in the oil and gas industry, that's the downstream. But banking has been my field because everything you do, you need bank financial services, which is very, very important. Most important question, are you happy? Very happy because I'm content with what I do. One advice you can give to younger people out there who are just starting out, basically? Whatever you do, there needs to be a plan, it needs to be focused. Mm-hmm. And as well, everything takes time. Just like you have a seed in the soil, it takes time to germinate. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Also ich bin auf jeden Fall über 3 netto. Okay. Über 3. Also jetzt nicht so konkret was sagen, aber über 3 bin ich schon. Ja. Was genau machst du denn beruflich? Ich bin bei Mercedes-Benz Werk Bremen tätig. Okay. Und da habe ich schon eine sehr gute Position. Wie bist du dazu gekommen? Ich habe geheiratet, meine Frau. Ich wollte was Besseres machen, habe mich beworben, habe angefangen. Ja. Step by step habe ich es geschafft und glücklicherweise war alles super. Und wenn du sagst, was Besseres, was hast du davor gemacht, wenn ich fragen darf? Ich war mal da jobben, hier jobben. Okay. Also so konkret nach der Ausbildung habe ich konkret nichts gemacht. Also. Wichtigste Frage, bist du glücklich? Sehr glücklich, da stehen die schon. Die dich glücklich machen, die Person? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Meine Tochter, mein Sohn, meine Frau. Sehr sogar. Was würdest du sagen, war der mutigste, der wichtigste Schritt in deiner beruflichen Laufbahn bisher? Meinen alten Arbeitsplatz kündigen und was Neues versuchen zu finden. Also mutig zu sein, praktisch nochmal was Neues zu versuchen, weil du wahrscheinlich... Von 0 auf 100, also von 0 wieder neu anfangen. Okay. Das war das Wichtigste. Also obwohl du bei dem alten Arbeitsplatz wahrscheinlich Sicherheit hattest, Geld... Ich hatte einen Festvertrag, aber halt damals zu der Zeit war auch die Wirtschaftskrise vorhanden. Mhm. Man musste irgendwas Neues machen, ich hatte auch keinen Bock jetzt irgendwie... Jobs irgendwie von da und da und da hinzuspringen, ja. Habe ich es riskiert und Gott sei Dank hat es geklappt. Was ist ein Tipp vielleicht, den du jungen Menschen mit auf den Weg geben kannst, den du vielleicht dir damals selber gewünscht hättest, so ein Tipp? Riskieren, keine Angst haben. Ich sage das auch zu meinen Kindern, also meinem Sohn zumindest, dass da viel, viel mutiger sein muss, irgendwas zu riskieren. Ja. Strapazieren, kämpfen, nicht schnell aufgeben. Ready. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Okay, in Deutschland spricht man diese Gedanken, ja. Aber mit dem Job, den ich ausübe, bin ich mir zufrieden. Und ja. Okay. Ja. Grober Bereich vielleicht über 5.000, unter 5.000? Ja, so. Um den Dreh. Ja, genau. Okay. Ja.
Reicht es, um deinen Lebensstand zu finanzieren? Ja, ich bin zufrieden, wie gesagt. Und weiß, wie hart das verdient ist, und dann komme ich damit aus. Ja, super. Was genau machst du denn beruflich? Ich bin in der Arbeit im Vertrieb. Ich bin im Prinzip Sales Manager. Okay. Ich stehe hier bei, komme gerade von einem Kunden, August Füller hier in Frankfurt. Okay. Ein sehr, sehr gutes Haus, und da war ich gerade zu Besuch und habe geschaut, wie es so geht. Wenn du sagst Vertrieb, was genau meinst du? Wir vertreiben Kindermoden. Ich arbeite für Kompanie, die Brands haben, viele Marken. Okay. Und ja, auch mehr so Premium-Luxusbereich. Mhm. Das mache ich. Das ist mein Job, den ich schon seit vielen, vielen Jahren mache. Cool. Der mir Spaß macht. Wie bist du zugekommen? Vielleicht ganz, ganz kurz. Bei mir war das so ein Typ, den Job kann man nicht so richtig erlernen. Das geht keiner aus. Entweder hast du dafür ein Gefühl oder ein Ja. Ja. Es macht dir Spaß. Das ist das Wichtigste bei einem Job, finde ich. Und so bin ich irgendwie mal quer eingestiegen, schon vor fast 30 Jahren. Okay, also gar keine Ausbildung schon gemacht? Nee, eigentlich nicht. Ich habe was ganz anderes gelernt ursprünglich und bin irgendwie einfach da reingegangen und hat da von Anfang an Spaß gemacht. Ja, das war mein Herz gefolgt. Mode, Kindermode, ja, bastel, ja. Cool. Und was würdest du sagen, macht dir am meisten Spaß an deinem jetzigen Leben? Ja, mit Menschen, mit dem Produkt, mit den Textilien, mit der Mode. Ja, die sind so. Das ist mein Ding, das hat Spaß gemacht. Vor allem mit Menschen, viele nette Kunden. Okay. Und was würdest du sagen, war der mutigste, der wichtigste Schritt in deiner beruflichen Laufbahn bisher? Gab es so einen Moment, wo du... Ja, mutig. Einfach, ich habe es einfach auf mich zukommen lassen. Es war jetzt kein... Hat jetzt nicht viel Mut. Vielleicht, wenn ich mal jemanden gibt, einen Arbeitgeber gewechselt hätte. Ja. Da war es vielleicht mal mutig, aber... Das war auch eine richtige Entscheidung. Bauchgefühl, ziemlich wichtig. Da liegt man mal richtig. Gute Überleitung. Letzte Frage wäre nämlich, was ist ein Tipp, den du jungen Menschen mit auf den Weg geben kannst? Ganz wichtig ist immer das machen, von wo man überzeugt ist, Spaß hat. Und das ist das Aller. Also wenn man Spaß daran hat, dann macht man das mit Überzeugung und vor allem auch gut. Das war erfolgreich, ne? Ja, und definitiv, da wird man auch automatisch erfolgreich. Ganz wichtig. Man muss Bock haben, wenn man morgens aufsteht aus dem Bett, dass man sagt, ich gehe, ich habe heute Lust, muss ich was freuen zu auf den verändern Tag. Und was genau. Und dann wird das was, ja. Dann klappt das auch. Sympathisch, Hammer. Ja, cool. Okay. Hey, vielen, vielen Dank. Mega. Ja, klar. Also, hat mich gefreut, euch. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? 1.100, 200 Euro. Reicht das dir? Ja, reicht, weil ich halt noch andere Benefits von meinem Unternehmen bekomme. Was genau machst du denn beruflich? Ich bin dualer Student bei einer der führenden Automobilhersteller in Deutschland. Und wie bist du dazu gekommen? Vielleicht ganz kurz der Werdegang? Eigentlich war das echt ganz spontan, die Entscheidung. Ich habe spontan auf TikTok die Werbung davon gesehen, von deren Stelle, und habe mich dann einfach aus dem Bett hinaus beworben und wurde dann am Ende des Tages auch angenommen. Und das war dann praktisch direkt nach der Schule oder hast du vorher noch was gemacht? Nee, das war während der Schulzeit, habe ich mich beworben, also während meines Abis habe ich mich beworben, und dann direkt nach der Schule habe ich halt im Juni mein Abi gehabt und im September habe ich dann dort begonnen. Bist du happy? Ja, schon, würde ich so sagen. Was macht dir meiste Spaß am dualen Studiengang? Ich finde dieser Mix von zum einen im Unternehmen und im Studium, also dass du beides hast, dass du beide Seiten siehst, hilft einem zum einen extrem zu wachsen, als auch wirklich zu wissen, was in der Berufswelt abgeht. Ja. Und daraus kann man als Jugendlicher meiner Meinung nach sehr viel lernen. Dann tauchst du auch, denke ich mal, bei der Praxis in verschiedene Unternehmensbereiche ein. Genau, also wir können uns da aussuchen, in welche Unternehmensbereiche wir gehen. Und dadurch, dass das immer nach den Fähigkeiten geschnitten ist, ist das eigentlich echt gut, dass man da seine Fähigkeiten weiter ausbauen kann. Was würdest du sagen, war der mutigste, der wichtigste Schritt bisher bei dir? Vom Elternhaus auszuziehen. Also war nur möglich, weil ich ausgezogen bin. Ich lebe jetzt in Bayern. Vorher habe ich in NRW gewohnt. Ich finde, dass es einer der wichtigsten und besten Steps ist, um auch sich selbst weiterzuentwickeln. Und was ist ein Tipp, den du jungen Menschen noch mit auf den Weg geben kannst? Einfach mal machen. Also klar, darüber im Klaren sein, was für Konsequenzen es hat, aber wenn ihr es wirklich machen wollt, dann macht es einfach. Und wenn ihr es im Nachhinein bereut, dann gibt es immer noch Lösungen und Wege, andere Wege einzuschlagen, aber macht einfach das, was in eurem Herzen liegt, und geht dem nach, was ihr liebt. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Oh, das sage ich ungern. Okay. Grobe Richtung vielleicht? Über 3, unter 3.000? Über 3. Was genau machst du beruflich? Ich bin Personalvermittler. Und wie bist du gekommen? Ich habe tatsächlich die Ausbildung als Personaldienstleistungskauffrau gemacht und habe mich dann nach meiner Ausbildung selbstständig gemacht und habe mein eigenes Unternehmen gegründet. Bist du auch vertreten auf Social Media, oder? Ja, genau. Also workforyou.biz, also BIZ. Abchecken, auf jeden Fall. Was würdest du sagen, war der mutigste, der wichtigste Schritt in deiner beruflichen Laufbahn? Ja, sich selbstständig zu machen, also die Entscheidung zu treffen, dass es auch schief gehen kann. Also, dass man einfach so an sich glaubt. Und ich hatte halt auch viele Leute, die an mich geglaubt haben, meine Eltern vor allem, meine Freunde. Ja, und das hat mir geholfen.
Und was würdest du sagen, macht dir jetzt an deiner Selbstständigkeit am meisten Spaß? Oh, ich glaube, die flexiblen Arbeitszeiten und dass ich irgendwie alles so machen kann, wie ich es möchte, was mich früher in meinem alten Unternehmen oft gestört hat, kann ich jetzt anders machen. Und vor allem auch die Arbeit. Also ich liebe es ja auch, mit Menschen zu arbeiten. Und ich bin im medizinischen Bereich tätig und das gefällt mir sehr gut. Gibt es Mehrwert? Voll. Also ich habe echt tolle Kandidaten und tolle Kunden. Es macht mir richtig Spaß. Was ist ein Tipp vielleicht für die Leute, die sich selbstständig machen wollen später? Ja, einfach durchhalten. Es kommen harte Zeiten auf einen und einfach das durchziehen, was man machen möchte und vor allem an sich glauben und nicht abbringen lassen, auch wenn manche Leute, ich bin jetzt auch selber sehr jung, auch manche Leute sagen, macht doch erstmal das und das, lasst euch nicht davon irgendwie abbringen. Bestes Viertel für dich in Frankfurt? Das Westend. Bestes Restaurant? Auf jeden Fall italienisch, wie heißt es nochmal, Crazy Italian oder Crazy Italy, das ist jetzt neu. Ja, Crazy Napoli. Beste Bar für dich? Pearly Gates. Bester Club? Gibson. Bester Klamottenladen? Schon eher so kleine Läden, Boutiquen. Okay. Hast du einen vielleicht? Ich weiß nicht, wie er heißt, aber der ist in Wiesbaden. Aber keine Ahnung, frag mich nicht. Okay. Ist eine Boutique einfach. Bester Park für dich? Der Grüneburgpark. Ein Ort, den man auf jeden Fall gesehen haben muss, wenn man hier in Frankfurt ist. Was würdest du sagen? Da würde ich sagen, schon die Oper, aber im Dunkeln. Okay. Das ist schon schön. Das ist für mich, obwohl ich hier aufgewachsen bin, immer wieder ein Highlight. Und wie lange wohnst du in Frankfurt? Schon immer. Ich bin hier geboren und... Okay. Ich verrate nicht, wie alt ich bin. Alles gut. Viertel, Westend, nehme ich an. Viertel? Ja, ja. Okay. Und bist du happy hier? Ich bin happy hier, ja. Obwohl das Einzige, was mich stört, ist ein bisschen so das Bahnhofsviertel. Klar, das ist eine Katastrophe. Und auch die Zeil tatsächlich, die ganzen Jugendlichen da, das geht ganz tief in den Abgrund. Okay. Langsam, ja. Yes. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Abhängig von den Stunden, die ich mache, verdiene ich von 1.500 bis 2.000 Euro. Was genau machst du? Ich bin Werkstudent im Consulting. Mhm. Hier in Frankfurt dann? Genau, hier in Frankfurt, auf der Hanauer Landstraße. Und du studierst nebenbei? Genau, ich studiere nebenbei. Was studierst du? Vivi, ist bei sie immer peinlich so. Und wie bist du dazu gekommen? Also wie war der Gedankenprozess? Wusstest du schon immer, BWL ist... Ich war am Anfang ganz woanders. Ich war am Anfang im Modedesign, lief nicht so gut, Corona. Mein Vater meinte, ey, mach was Richtiges, Ausbildung gemacht. Okay. Also hast du eine Modebrand gehabt? Nee, studiert. Modedesign kann man ja auch studieren in Mannheim. Und Corona, es lief nicht so. Da meint mein Dad, Junge, du musst was Richtiges machen. Okay. Jetzt bin ich hier. Und bist du happy? Soweit, ja. Würdest du sagen, du hast schon deine Passion gefunden, was du... dein Leben machen willst oder bist du gerade noch am Orientieren, am Gucken, was dir wirklich liegt, was dir Spaß macht? Ich finde es am besten, wenn man immer sich rumorientiert, wenn man guckt, wenn man sich nicht festlegt. Ich meine, wir sind alle jung, man wird reifer mit dem Alter, deswegen lege ich mich nicht fest, aber soweit, heute bin ich zufrieden. Was würdest du sagen, war der mutigste, der wichtigste Schritt bisher in deiner beruflichen Laufbahn? Dass ich nach der Ausbildung, ich war Vollzeit angestellt, ich habe, ich sag mal, besser verdient als jetzt und ich trotzdem gesagt habe, okay, es reicht mir nicht, fang nochmal ein Studium an. Was ist ein Tipp, den du jungen Menschen mit auf den Weg geben kannst? Probiert euch aus, hört auf eure Eltern, aber nicht immer. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Ich glaube, das ist immer unterschiedlich, aber ich würde sagen, es sind schon so mindestens 2, 2,5. Unterschiedlich heißt dann, dass du selbstständig bist? Richtig, genau. Und was genau machst du beruflich? Ich habe zum einen eine Brand, das macht mir richtig Spaß, einfach als kleiner Side-Hustle, aber vor allem, weil es einfach so eine Inspiration ist für andere. Cool. Was für eine Brand, wenn ich fragen darf? Standards Club. Ich habe leider nichts an heute. Klamottenbrand? Ja, eine Klamottenbrand. Okay. Schlechtes Timing jetzt dafür, aber tatsächlich ist die Idee dahinter auch mit Leuten auf der Straße zu schauen, ey, was inspiriert dich und dann ein Piece daraus zu entwickeln und zu designen. Und dein Hauptjob ist wo? Mein Hauptjob ist in Stuttgart bei Mercedes. Und das kriegst du alles unter einen Hut? Ja. Ich gebe mir Mühe, aber es klappt. Was würdest du sagen, macht dir am meisten Spaß an deinem Job? Vielleicht sogar Mercedes als auch die Selbstständigkeit? Ich würde sagen, definitiv die Abwechslung und vor allem dieser kreative Spielraum. Also ich liebe es einfach, kreativ zu sein in verschiedenen Arten und Weisen. Ja. Ich kann durch meinen Job bei Mercedes auch ein kleines bisschen reisen, kann was sehen. Cool. Genauso aber auch durch meine eigenen privaten Sachen. Und ich glaube, diese große Abwechslung, immer wieder mit vielen coolen neuen Leuten zu arbeiten, das ist was auf jeden Fall Spaß macht. Was würdest du sagen, war der mutigste, der wichtigste Schritt bisher in deiner beruflichen Laufbahn, wenn du
zurückblickst? Auf jeden Fall mich immer wieder neu auszustrecken nach neuen Jobs, beziehungsweise mich überhaupt zu bewerben. Ja. Auch bei Firmen, wo man denkt am Anfang, man hat überhaupt keine Chance oder es wird sehr schwierig, weil ich einfach super viele Leute bewerben. Mhm. Und ja, gerade wenn dann irgendwie was ungewiss ist, ich musste damals nach Stuttgart fürs Studium ziehen, neue Stadt, ich war 18, das war was anderes und ich musste mich das erstmal trauen, hab da auch ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube, das kann ich jedem ans Herzen legen, auf jeden Fall sich zu trauen, auch irgendwo anders mal hinzugehen, was Neues zu erkunden. Was ist ein Tipp, den du jungen Menschen mit auf den Weg geben kannst? Du hast gerade schon angedeutet, Komfortzone verlassen, wichtig. Ja, also mein Lieblingsquote ist Trust the process. Gibt's auch kein Hoodie mit, kommt vielleicht noch. Aber genau, ich glaube, es ist super wichtig, einfach an einer Sache dran zu bleiben, was zu finden, was einem Spaß macht und diese Leidenschaft im besten Fall dann zum Beruf zu machen. Und es wird nicht alles immer sofort klappen. Ich glaube, das braucht alles immer Zeit und deswegen, man wird Fehler machen, aber wenn man dran bleibt, sich weiterentwickelt, so dann wird es alles kommen. Und ich nehme an, du bist wegen deiner Selbstständigkeit, wegen der Klamottenbrand vielleicht auch selber aktiv auf Social Media? Richtig. Magst du einmal vielleicht gerne dein IG reinsagen von dir privat auch als auch die Klamottenbrand? Ja, klar, gerne. Also standards.club ist der IG-Name und samu.lbr ist der andere. Cool, Hammer. Vielen Dank dir. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Aber wenn ich das so genau wüsste, aber ich kann dir sagen, unter 3.000 Euro. Was genau machst du denn beruflich? Ich arbeite für einen Energieversorger und ich betreibe zusammen mit meinen Kollegen Offshore-Windparks. Und wie bist du dazu gekommen? Kannst du es ganz kurz mitnehmen beim Werdegang? Ich habe tatsächlich mal was ganz, ganz anderes studiert. Ich habe Touristikmanagement studiert. Okay. Und dann habe ich durch ganz viele Zufälle über die Jahre tatsächlich mich dahin gekämpft und hochgekämpft. Also ganz viel ausprobiert auch, nehme ich an, ne? Ganz viele verschiedene Sachen gesehen. Ich bin eigentlich tatsächlich relativ früh dann in den Bereich erneuerbare Energien gegangen und von da an war dann relativ klar, wohin. Aber mit viel Glück auch. Was würdest du sagen, war bei dir der mutigste, der wichtigste Schritt in deiner beruflichen Laufbahn bisher? Die mutigste Entscheidung war tatsächlich komplett die Branche zu wechseln, in ein komplett neues Feld zu gehen, wo ich keine Erfahrung hatte, keine Kenntnisse. Und das war der mutigste und der beste Schritt. Und wie war die Anfangszeit? Musstest du dich erstmal ein bisschen eingewöhnen oder wie war es so? Also es ist bis heute so. Ich lerne jeden Tag Neues dazu, jeden Tag. Ich bin wie ein Riesenschwamm und ich glaube, man lernt nie aus in dem Feld. Was macht dir am meisten Spaß an deinem jetzigen Beruf? Es ist ein super spannendes Feld, in dem ich arbeite und wie gesagt, ich lerne jeden Tag. Es ist nie langweilig und ich tue was für die Zukunft, nachhaltig. Was ist ein Tipp, den du den jungen Menschen mitgeben kannst? Du hast gerade schon erzählt, aufsaugen, viel Information, so viel mitnehmen wie möglich. Ja, genau. Also offen sein für alles. Mhm. Offen sein, um auch Möglichkeiten zu sehen, die sich einem bieten. Und vor allen Dingen mutig zu sein, auch durch Türen zu gehen, wo man nicht genau weiß, was dahinter ist.